Hallo zusammen! In bester Laune und vor allem schön synchron starten wir in dieses Video. Heute bekommt ihr Fehler in der Matrix zu sehen, die Menschen wie fein aufeinander abgestimmte Mechanismen agieren ließen. Lasst uns loslegen! Habt ihr auch den Eindruck, als ob jemand gelernt hätte, Menschen zu klonen? Ihr Geheimnis ist, dass sie das von Kindesbeinen anlernen. Ein so synchrones Eintauchen bekommt ihr nicht einmal bei einer Militärübung zu sehen. Hier haben wir drei Vierbeiner, die auf die Millisekunde genau synchronisiert sind. Sie sind eindeutig auf diesen Tanz programmiert. Die Synchronität macht die ohnehin spektakuläre Demontage noch beeindruckender. Nicht nur beim Eiskunstlauf gibt es eine perfekte Synchronisation. Manchmal muss eine gemeinsame Arbeit gleichzeitig erledigt werden, um spektakulär auszusehen. Jeder Arbeitnehmer träumt von so einer gut eingespielten Belegschaft.
Sie rudern so perfekt, dass man den Eindruck hat, sie wären ein gut geölter Mechanismus. Obwohl dieser erstaunliche Tanz, Tanz der 1000 Hände genannt wird, sind es in Wirklichkeit viel weniger als 1000. Ihr könnt gerne alle Hände zählen und mich in den Kommentaren wissen lassen, auf welche Zahl ihr gekommen seid. Ihr braucht sicher ein paar Sekunden Zeit, um zu verstehen, wie sie das machen. Das sieht unglaublich beeindruckend aus. Es ist nicht ausgeschlossen, dass euch von diesen Aufnahmen schwindelig wird. Was schätzt ihr, wie viele Punkte sie zu dritt erzielt haben? Schaut euch an, wie die 100 Metronome innerhalb weniger Sekunden zum Gleichtakt finden. Das könnte man sich stundenlang ansehen. Die Taxifahrer in Manhattan sind der hundertprozentige Beweis dafür, dass wir in einer Matrix leben. Nach dem zu urteilen, wie eingespielt sie sind, haben sie wahrscheinlich noch nie eine Niederlage hinnehmen müssen. So üben die Marines das Marschieren. Und ihre Hauptwaffe besteht darin, dass sie den Gegner durch ihr synchrones Auftreten hypnotisieren können.
Für alle, die das Slinky für ein langweiliges Spielzeug halten, ihr habt einfach noch nie diese Jungs in Aktion erlebt. Man hat das Gefühl, als hätte jemand gelernt, Arbeiter mit Hilfe von KI zu produzieren. Ein lustiges Trio, oder? Bei der Synchronität scheint der Fußboden sich zu bewegen. In Asien läuft sogar die Ausbildung von Köchen synchronisiert ab. Wie ihr sagen könnt, dass ihr Brüder seid, ohne zu sagen, dass ihr Brüder seid. Ein weiteres Spektakel, für das sich ein Fußballbesuch im Stadion lohnt. Was kann niedlicher sein als ein Panda? Na zum Beispiel zwei Pandas, die vollkommen synchron nebeneinander herlaufen. Ihre Jagdinstinkte funktionieren absolut identisch. Der Preis für die lustigste synchrone Aktion geht an Sie. Es würde sicher mindestens einen Monat dauern, den Händetanz auch nur annähernd zu erlernen und noch viele weitere, bis man alle Bewegungsabläufe so synchron vorführen kann wie Sie. Es ist schwer, sich auch nur annähernd vorzustellen, wie viele Stunden es gedauert hat, diese Show einzustudieren. Ja.
Das passiert, wenn man richtig viel Zeit mit einem Freund verbringt. Bei so einer synchronen Cheerleader-Darbietung könnte man sogar den Spielstand vergessen. Sie hatten bestimmt das gleiche Trainingsprogramm. Good way. Way. Auch wenn es nicht das Beste war. Und so sieht ein Tari Saman aus, bei dem es sich um einen traditionellen indonesischen Tanz handelt. Wie schaffen sie es bloß nicht, durcheinander zu kommen? Drückt den Gefällt-mir-Button, wenn ihr euch am Ende selbst an den Beat angepasst habt. Das nenne ich Teamarbeit auf höchstem Niveau. So funktioniert Copy-Paste im realen Leben. Perfektes Timing und perfektes Teamwork. Hut ab! Ehrlich gesagt, dachte ich erst, ich würde doppelt sehen. Die Arbeit kann warten, bis die Jungs mit ihren morgendlichen Sportübungen fertig sind. So etwas kann nur mit zwei besten Freunden passieren. Hello. Zu sehen, wie man massieren lernt, macht ebenso viel Spaß, wie selbst massiert zu werden.
Das ist noch cooler und synchroner als das Newton'sche Pendel. Es sieht so aus, als hätte jemand die gleiche Animation für diese Eiskunstläuferin hochgeladen. Perfekte Synchronisation. Um Fressfeinde wie Wespen oder Vögel fernzuhalten, verwandeln sich die Bienen in einen einzigen furchterregenden Organismus. Sie wurden bestimmt mit demselben 3D-Drucker hergestellt. Die Manöver dieser Kunstflugstaffel lassen die Zuschauer den Atem anhalten. Wie viele tausende Stunden gemeinsames Training sind nötig, um so etwas so perfekt hinzukriegen? Perfekt! Der zweite Kerl scheint viele Ninja-Filme gesehen zu haben. Pferde können sich auch gegenseitig abklatschen. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass es immer mehr Fehler in der Matrix gibt? Bei einer Show wie dieser könnte man vergessen, warum man in die Kneipe gekommen ist.
Sie spielen dasselbe VR-Spiel, aber das sieht wie ein jahrelang eingeübter Tanz aus. Oh, the future is crazy. Yo. Ich wette, sie spielen mindestens seit 10 Jahren im selben Team. Ein Springbrunnen, dessen Synchronität ihn zum Kunstobjekt erhebt. Ich brauche ein paar Sekunden, um zu realisieren, dass das hinter ihr nicht ihr Spiegelbild ist. Das Gleiche könnte man über sie sagen.